Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever Projekt 3 Flussland. Wir befinden uns wieder hier in Wallen und auch wenn ich in der letzten Folge quasi als Preview auf die diesfolgige Folge gesagt habe, wir werden Mittelbrunnen mit den ganzen anderen Dörfern, die hier oben noch rumschwirren, verbinden, machen wir das nicht. Wir haben nämlich noch viele andere Kleinigkeiten zu tun. Unter anderem, okay, das hätten wir vielleicht noch vorher machen sollen. Scheinbar sieht aber auch schon nice aus. Also wir gucken uns heute nochmal so ein paar von den anderen Städten an, die wir schon vorher hatten. Mensch, was soll ich sagen? Ich muss hier gerade zurechtfinden ohne diese ganzen anderen Krimskrams. Wir wollen den Zug wieder auf die Museumslinie schicken. Genau. Und wir kümmern uns heute auch noch um... Naja, was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, wir schauen uns an, wie sich so die Städte entwickelt oder wie die Städte aktuell aussehen mittlerweile schon. Von der... Von der ganz frischen Linie, die wir ja erstellt haben. Sprich die zu da Scheinwendenlinie, wie sich dort zu da und so weiter und so fort so bereits jetzt schon entwickelt haben. Wir werden zum Teil den Städten ein bisschen mehr Spielraum geben zum Wachsen. Sprich, wir werden Bahnübergänge, Brücken etc. pp. Bauen. Wir werden allerdings auch die Bahnhöfe größtenteils upgraden, wo die Wallen und wo die Mittelbrunnenlinie fahren. Sprich, dass sie dort auch ein bisschen mehr Spielraum haben. Ich würde ja schon mal sagen, da wollte ich gar nicht hin. Aber das sieht sehr rosig aus, muss man schon sagen. Oder rosig. Gehen wir mal einfach zu da. Schauen uns zu da an. Da haben wir ja zuletzt mehr oder weniger hier das gehabt. Hier war, glaube ich, noch gar nichts gewesen. Mittlerweile sieht Suda schon bereits so groß aus, hat sogar schon 1000 Einwohner. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie dies gewesen ist, als wir gestartet sind. Aber so sieht Suda aus. Suda steigt auch stetig. Hier warten 124 Leute, die wir garantiert nicht alle mitbekommen. Gucken wir mal kurz bei der Suda-Linie, ob die da überhaupt alle mitkommen würden. Wollen wir denn überhaupt Suda... Wahrscheinlich ganz einfach vorbeigescrollt, ne? Das war doch, fing doch mit zu da Scheinwänden. Passen nur 99 rein, ne? Das ist ja belastend. Vielleicht müssen wir noch einen weiteren Zug drauf schicken. Dann gehen wir mal weiter hier von Suda aus nach Bärbaum. Bärbaum ist so bei um die 1000 Leute. Hat sich, glaube ich, ungefähr in diese Richtung vielleicht entwickelt. Ich weiß es nicht ganz genau. Sieht aber aktuell so aus. Auch schon ziemlich groß, meiner Meinung nach. Dann schauen wir uns mal Grevenwiesbach an. Grevenwiesbach ist noch ein bisschen kleiner. Hier haben wir jetzt mal noch ein paar Wellen und so weiter und so fort. Auch schon relativ breit. Gefächert hier die Stadt. Das sich auch schön entwickeln. Dann gucken wir mal bei dem Grothusenkoog. Grothusenkoog sieht auch ganz gut aus. Hier müssen wir auch nichts machen. Die sind ja schon bereits entwickelt auf der anderen Seite. In Weidersbach müssen wir auch nicht so natürlich viel machen. Weidersbach ist auch noch relativ... Also sieht klein aus, gefühlt, aber ist von den Einwohnern ja doch schon ziemlich groß. Wieder schön hier, wie die ganzen Industrien hier direkt am Bahnhof sind. Hier warten auch ganz... da brauchen wir auf jeden Fall noch einen weiteren Zug auf der Strecke, und Wallen kennen wir ja mittlerweile.
Dann geht das von hier aus, ich glaube schon, ne? Dann schicken wir hier nochmal einen Zug auf alle Fälle nochmal. Einen Pendlerzug nochmal raus. Auf die Linie zu Dahlstein wenden. Wir haben ja das Geld, ne? Wir können dann, glaube ich, auch mal wieder hier alles aktivieren. Dann müssen wir jetzt noch ein paar Bahnhöfe upgraden. Der ist aktuell... Was halt schade ist, dass man halt immer wieder hier was kaputt machen muss, bevor das dann erst geht. Und reißen das Ganze mal bis hier ab. Ebenso hier. Und graden den Bahnhof ab auf 240 Meter Länge. Jawoll. Ah, schon nice, so mit dem zusätzlichen Dingens, der Bummens da. Dann verbinden wir die mal wieder. Hier brauchen wir das einfache, nur 200. Oh Gott. Müssen wir hier vielleicht nochmal ein bisschen. Wie bau nicht möglich? Ich will doch alle abreißen. Hä? Warum denn bau nicht möglich? Was ist denn das? Warum? Okay, das ist faszinierend. Dann machen wir es halt so. Sind es halt auch ein bisschen langsamer. Ja, kann man auch immer einen Autosave hinterher drücken. Gott, oh Gott. So, dann das gleiche. Verbinden wir das nochmal hier. 120 Meter, wie gesagt, passt. Hier wollen wir dementsprechend natürlich wieder ein bisschen mehr haben. Und bin mir jetzt gerade unsicher. Wir brauchen hier eine dieselbe Doppelkreuzweiche. Passt. Wunderbar. Genau, wir müssen erstmal was abreißen. Bis hierhin wieder. Belasten. Wie war denn das jetzt hier noch verknüpft? Hehe. 240 Meter. Ich hätte gerne noch einen zweiten Anschluss. Bau nicht möglich. Das ist ja super. Das Gebäude wurde entfernt. Warum geht das nicht? Warum? Hä? Im Prinzip würde das auch passen. Das wollte ich nicht. Dann reißen wir das nochmal ganz kurz ab und bauen das danach wieder hin. Zack. Warum das jetzt nicht gepasst hat, keine Ahnung. Hätte man auch super da anbinden können. Was haben wir hier für eine Straße? Eine normale. Mal bis hier hin, bis da und dann connecten wir das hier vorne. Wunderbar. Und das auch jetzt hinter uns, dann dann verbinden wir die miteinander. Ist dann zwar etwas langsamer die Kurve und der Bau ist nicht möglich. Super. Dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr abreißen. Hier geht das sogar wunderbar. So können wir nicht daran bauen. Was ist denn das wieder für ein Blödsinn? Das geht. Warum geht das nicht? Daran vielleicht. Nee.
Ich hoffe, du machst dich einfach mal daran. Mal wieder an der Straße. Dann verbinden wir die Straße wieder hiermit und dann passt das wieder. Dadurch haben wir natürlich wieder einen ordentlichen Einschnitt hier gemacht in Steinwänden. Hier sind wir schon auf 240 Meter, kann das sein? Jawohl. Können wir nebenbei einfach mal immer nochmal nachgucken. Das sind auch nur 1000, das... Ach, 1000, genau, 240. Da müssen wir die Kurve nochmal machen, vermutlich die Brücke nochmal verlegen. Vielleicht kriegen wir die Kurve noch hin, dass sie nicht ganz so scharf ist. Hier haben wir noch eine Kreuzweiche und da hinten. Jetzt muss ich da hinten nochmal hingehen und gucken, ob wir da irgendwie noch was vergessen haben bei Steinwänden. Haben wir nämlich hier gar nichts angebunden, das ist natürlich super. Hier müssen wir nochmal rüber. So, dann hier rein. Das hier rein und von hier. Das dann glaube ich direkt hier rein, ne? Ja. Haben wir das auch. Der Wörsbach, wie gesagt, bekommt nur den Anschluss. Es kommen noch ein paar mehr Gebäude weg. Die Kurve hier wird definitiv zu scharf sein. Oder 45 wird sogar gehen. Die 45. Ach komm. Warum nicht? Dann muss das Gebäude doch nochmal weichen. Einmal nicht von hier aus, von der anderen Seite hier rüber. Ein Ding, aber es ist mittlerweile jetzt auch doch zu eng. Machen wir mal so. Sollte passen, dann verbinden wir die hier noch miteinander. Dann haben wir Niederbergesbach auch. Dann schauen wir mal in Kenskystro. Ach Mensch, das ist sogar noch ein sehr schönes Bahnhofsgleis, meiner Meinung nach. Also eins der schönsten, die wir hier haben aktuell. Ja. Da müssen wir, wobei wir brauchen wir gar nicht gucken, wir müssen sowieso alles abreißen hier. Bis vermutlich hier vorne. Selbiges Thema hier. Dann graden wir den auch mal ab. Sonst kannst du eigentlich fast schon da bleiben, ne? Wir können ja im Nachhinein noch hier einen zweiten Anschluss bauen. Wenn wir das dann nochmal hier drüben haben wollen. Bisschen mehr verbunden. So. Wir brauchen einmal eine Verbindung hier hin. Jawohl, dorthin. Und dann brauchen wir eine, die hier hingeht. Dann brauchen wir eine, die nach hier vorne geht, eine Verbindung, die hier sich hinschlängelt und eine, die hier entlang geht. Wunderbar. Glaube ich. Ja, passt. Verwirrend. Teilweise mit den ganzen vielen Sachen, die wir hier haben. Oh, jetzt wird's sehr, hier wird's böse. Ah, es geht über die Straße rüber. Müssen wir den Bahnhof noch weiter nach da hinten verschieben. So, dann verbinden wir das. Ein bisschen komisch hier, aber das war so klar.
Warum können wir das denn jetzt hier nicht mehr anbinden? Okay, können wir. Zwar 62 Meter nur, aber gut. Das Ganze muss dann hier ran. Das kann man nur besser bauen. Hier ran. Hoppala. Hier ran, das dann dort ran. Und das ohne Oberleitung dort ran. Ja. Nun denn, aber das kriegen wir auch hin. Den bräuchten wir dann nochmal auf Hochgeschwindigkeit. Das sind ja doch ein paar mehr Hochgeschwindigkeitszüge, die hier fahren. Das war jetzt belastend, aber gut. Was soll ich noch ändern? Komm, wir machen jetzt hier noch einen zweiten Anschluss hin. Easy verbunden. Warum dann beim anderen nicht auch so? So, smoothen wir das mal ein bisschen aus. Wunderbar, dann können wir das Ganze wieder pausieren. Bis. Okay, von hier müssen wir nochmal hier rüber. So, einmal auf 240 Meter. Ich bin am Überlegen, ob ich möchte, dass die sich hier weiter ausbauen bis nach da hinten oder ob ich sage, ihr könnt euch auch hier ausbauen. Also Horvath soll natürlich auch irgendwann hier sich ausbauen, bauen. Ach komm, machen wir einfach mal. Zweiten Anschluss. Aber das war es auch. Nur einen zweiten Anschluss, den machen wir nicht. So, dann verbinden wir es einmal hier hin, dann einmal hier hin, glaube ich, und einmal von hier nach da, wo es nicht hinpasst. Ist natürlich wieder ein bisschen belastender. Da war ein Signal, muss ich mir merken. So, hier wollen wir hier rüber. Hier wollen wir dann darüber. Hier noch ein Signal setzen. Und dann brauchen wir noch einmal ohne Oberleitung nach hier. Die Museumslinie, dann können wir das wieder hier hin machen. Und diesen Abschnitt. Anbinden. So, etwas mit komischer Kurve, aber komisch muss ja nicht immer Kacke sein. Dann haben wir auch nur noch Niederhilversheim, was wir upgraden müssen. Dann muss der Bahnhof auch weiter nach hier. Gut, bekommen wir jetzt natürlich einen freshen Bahnhof zugeteilt. Ist dann halt so. Passt ganz gut. Dann nehmen wir
hier ran und einmal dort ran. Wunderbar. Dann müssen wir die noch miteinander verbinden. Wunderbar, dann können wir mal das mitpacken. Ich meine, wir haben ja das Geld, ne? So ist es ja nicht. So, das war's dann jetzt dementsprechend auch. Boah, hier waren wieder echt viele. Vor allem zu Darsteinwänden, dass da so viele Leute mitfahren wollen, ne? Das ist ja schon echt heavy. Brauchen wir schon fast weiter. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Bei was für eine Latenz? Von 6 Minuten. Da muss halt ein weiterer Triebwagen drauf. So, diesen Zug wollen wir, nachdem er hier gehalten hat, einfach mal ins Depot schicken und dann ersetzen wir jetzt mal einfach alle Züge der Wallenwallenlinie und packen da noch ein bisschen mehr hinten ran, dass die auch auf 240 Meter kommen. Genau, wir wollen einfach mal, wir können einfach mal hier eine Brücke machen von hier nach dort, ist halt die Frage. Nee, wir machen das nicht mal mit Schiffen. Ist überhaupt noch eine Schiffslinie aktiv? Nee. Das machen wir alles mit Zug und so weiter und so fort. Dann können wir auch eine niedrige Brücke backen. Kollision, warum Kollision? Trotzdem mal so machen, dass es ein bisschen nach oben geht. Ein Gebäude wird entfernt. Tontechnisch passt das, finde ich. Ja. Lassen wir es einfach mal da. Mal gucken, was die KI damit so macht. Und dann lassen wir es mal weiterlaufen, damit wir hier mal endlich hier die ganzen Züge wieder geupgradet bekommen. Und dann machen wir es mal peu à peu. Wir haben jetzt gerade die alte Sigrüninge, die Mittel, ja, die Wallen ist es. Da haben wir sie. Züge kaufen. Was haben wir dann da über für einen Triebwagen? Im Einheitswagen 4. In Türkis. Ist das Türkis? Kommt hin. Dann bezügen wir das hinzu. 240 Meter ist es ja. Sprich, da kommen wir jetzt 176 rein. Von 122 vorher, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Dann schicken wir den mal wieder auf die Wallen. Wir haben vorher noch eine normale Kreuzwelche von links auf rechts. Nein. Ich wollte ihn upgraden. Sollte passen. Jawohl. Höhentechnisch passt es auch. Ich mache hier eine Kreuzweiche rein. Und dann legen wir uns wieder auf die Lauer nach den Zügen, die wir upgraden wollen. Ist angekommen, Züge kaufen. Einheitswagen 4. 110 waren das nämlich davor. Von 110 auf 267. Schon mal ein leichtes Upgrade auf alle Fälle. Dann wieder ab auf Wallen und dann. Das war dumm. Wir warten auf den nächsten Zug. Wobei, wir machen uns das einfach. Wir haben zwei Stück müssen noch zurück und zwei auf die Linie, dann holen wir uns ja von neue Züge. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich noch vorher das so machen.
Dann Einheitswagen 4. Das Ganze klonen. Dann haben sich da hinten wieder festgefahren. Geil. Dann fährt der jetzt auch auf die Wallen. Oh Mann, oh Mann. Was für ein Chaos hier wieder. Dann schicken wir den letzten Zug der neuen oder der erweiterten Wallenlinie auch mal auf die Bahn. Während die hier oben noch brauchen. So, die Mittelbrunnenlinie hat auch 4 Züge, die in normaler Lackierung, glaube ich, sind. Und relativ schwarz waren die eigentlich, aber passender wäre ja dieses, da es halt die Lackierung mehr oder weniger ist. Gut, dann hiervon noch 1, 2, 3 und dann können wir die auch hier so langsam auf die Bahn schicken. Ich werde dementsprechend die anderen Züge gleich noch verkaufen. Mittelbrunnen. Aber die jetzt noch ankommen werden. Da ist jetzt ein Sigrön, die fährt schon nach Steinwenden und kommt dementsprechend schon gleich ins Depot. Gut. Ich würde sagen, den Rest mache ich dann alleine ohne euch. Ich müsste nicht zugucken, wie ich hier einfach so 3 Züge verkaufe. Wie gesagt, wir verkaufen die Züge und genau, nächste Folge machen wir dann weiter mit dem Bau einer neuen Strecke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder von Transport Fever 3 Flussland oder in meinem Video hier auf dem Kanal. Macht's gut.